So, dann melde ich mich nochmal kurz zurück. Ich habe jetzt noch den NASDAQ 100 Index mitgebracht. Dort sieht es ähnlich aus. So, zunächst einmal den Tageschart. Das ist jetzt direkt die Kurse an der NASDAQ, also nicht keine Future-Kurse. Hier hat sich jetzt ein wunderschöner Doji herausgebildet im Tageschart. Womöglich vielleicht auch wieder zu schön, um wahr zu sein, aber auch im 4-Stunden-Chart hat sich jetzt hier ein Doji bzw. dann ein Shooting Star herausgebildet, ja, auch eine Umkehrkerze. Also hier sollten Anfang nächster Woche auf jeden Fall leicht fallende Kurse. Also hier braucht es nicht unbedingt auch am Montag ein neues Hoch, sondern es kann sich über den Montag bis Dienstag abwärts bewegen. Und das ideale Ziel wäre definitiv, wenn der Index die 4.530-Marke erreicht. Das wäre mein Wunschkorrekturziel. Und von dort aus exakt eine Bewegung bis an 4.682. Und hier darf natürlich der Index vielleicht auch leicht drüber schießen. Dann wieder ein schöner Shooting Star vielleicht ausbilden und dann eine dreiwellige Abwärtsbewegung wie im Dow Jones den Anschluss dann finden. Korrekturlevel, hier habe ich das Korrekturlevel nicht exakt bestimmt, könnte sich aber schon ja hier ja im Prinzip auch wäre auch die Gap-Kante jetzt hier denkbar. Größere Kursverluste sollte man erstmal nicht auf dem Radar haben. Also dann wäre einfach hier dann der Gap Close im Anschluss fällig. Was bietet der Chart noch? Im Prinzip nicht mehr viel, sondern hier auf ja, bei knapp 4.700 Punkten war ja das Hoch vom Juli. Und dann folgt ja die große Abwärtsbewegung, die dynamische. Also was zunächst vielleicht nicht unbedingt harmonisch aussieht, sollte sich aber jetzt hier ist wirklich so anschließen wie eingezeichnet, wäre hier ein harmonischer Wendepunkt möglich. Im Prinzip aber jeder Kurs deutlich über 4.700 wäre natürlich schädlich für mein Szenario. Aber dass jetzt die Marke vielleicht angelaufen wird, sowieso vorbörslich oder ja, vorbörslich ist jetzt eh, ja, keine, sind ja keine Future-Kurse, also vorbörslich darf der Kurs sowieso dann machen, was er will. Aber im Handelsverlauf an der NASDAQ sollte diese 4.700-Marke nicht deutlich überschritten werden. So, dann bin ich mal gespannt, was der DAX, was der NASDAQ und der Dow Jones die nächste Woche so alles auf der Pfanne hat.